Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Harvest Moon Deine Tierparade Let's Plays. Ich bin Rick Terlin und ihr schaut We Play Games for You. So, jetzt muss ich gerade mal drüber nachdenken, was haben wir jetzt als letztes gemacht. Okay, es regnet, also haben wir auf keinen Fall gegossen. So viel sei mal sicher. 7.40 Uhr, es könnte sein, dass wir uns schon um die Tiere gekümmert haben, da gucken wir mal genauer nach. Ich denke fast, dass wir gerade am Zeitvertreiben sind, mehr oder minder. So. Hier, zack. Gucken wir mal kurz bei den Tieren nach. Okay, da haben wir uns drum gekümmert. Dann schauen wir mal, ob wir alles abgeerntet haben und dergleichen. Ich gehe aber fast davon aus. Wir gucken einfach mal bei uns in den Verkaufskasten, sage ich jetzt mal, um das rauszufinden, was wir wissen wollen. Das sieht aber schon sehr geerntet aus, muss ich sagen. Sagen wir hier. Genau, das ist an und für sich ganz gut. Mal was anderes. Wir haben kurz vor 8. Wir gehen jetzt mal in die Stadt und gucken nämlich mal bei dem Zauberer vorbei und fragen den nochmal, was er denn braucht, beziehungsweise ich glaube ungefähr weiß ich es noch. Können wir das vielleicht so nachgucken? Gibt es hier sowas wie ein Journal oder so? Nee. Arbeit? Nee. Sam? Auch nicht. Nee, so wirklich journalmäßig gibt es hier nichts, ne? Können wir hier so vielleicht gucken? Nee. Vielleicht mit Select. Nur das Bilderalbum? Nein, will ich nicht. Will nur raus. So. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil ich nicht mehr genau die Zutaten weiß. Aber ich glaube, wir brauchten noch hier irgendwie Mais oder so ein Kram, sage ich jetzt mal. Wir nehmen mal den Mais mit hier, gutes Maismehl, Hibiskus haben wir dabei und dann gehen wir jetzt einfach mal beim Zauberer vorbeigucken, weil wir können eigentlich auch, was im Zusammenhang mit einer Glocke natürlich steht, uns drum kümmern, dass wir mit der Hexe mal irgendwie zu Rande kommen. Ich denke, das wäre ganz gut. So. Komm, lauf. Wie ihr wisst, die Tiere will ich bei dem Regen nicht rausholen. Nicht, dass die mir hier noch krank werden oder sowas. Hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ehrlich gesagt. Aber ich meine, so ist es halt, ne? Sollten die krank werden, dann könnte man natürlich auch nichts daran ändern. Aber verhindern können wir es. Hoffe ich. So, lauf. Lauf! Lauf! Du, 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 du. Wir laufen unseren Weg entlang. Jeder wie er kann. Ah, da oben müsste es, glaube ich, sein. Genau, hier war der doch. Hier, Kollege, es geht bei dir ab. Reden wir nochmal mit dem, vielleicht sagt er uns, was wir brauchen. Haus des Zauberers. Und zum Glück ist er da. Bei dem Wetter auch kein Wunder. Hibiskus, gutes Maismehl, famose Butter. Famose Butter brauchen wir noch. Wo kriegen wir die famose Butter her? Gutes Maismehl, famose Butter. Problem ist, wir haben das schon verwendet. Glaube ich, die Milch, die wir heute bekommen haben. Okay, dann wissen wir aber auf jeden Fall, was wir machen müssen. Das gehen wir morgen an, die Sache. Gerade auch mit der Butter. Auf jeden Fall haben wir aber alles, was wir brauchen. Wir haben gutes Maismehl, wir haben Hibiskus
Und auch ich habe gerade eine Idee, und zwar machen wir Folgendes: Wir gehen jetzt mal oben in den Second-Hand-Laden, um was zu kaufen. Ja, ich weiß, super kreativ. Nee, aber mal im Ernst, wir kaufen dort noch einen Schrank oder sowas. In der Hoffnung, dass wir da wirklich dann Sachen aufbewahren können. Weil ich bin gerade im Überlegen, wie ich das halt am besten jetzt verstauen kann. Und ohne Schrank sieht es da halt schon düster aus, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Ich denke, da sollten wir vielleicht mal investieren. Nebenbei vielleicht auch beim Schreiner mal vorbeigucken. Ich weiß gar nicht. Hoffentlich haben die dienstags offen. Das können wir jetzt gleich sehen. Ich glaube, die haben donnerstags zu. So, na auf, lauf schon hier, Kollege. Weil das wäre, denke ich, auch eine gute Sache, wenn wir die Hexe halt wirklich mal umwandeln können, wieder zurückverwandeln können, besser gesagt. Die ist ja im Moment eine Katze oder sowas. Entweder ein Frosch oder eine Katze, eins von beiden war's. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie hier eine Hexe aussieht. Jetzt gehen wir erstmal hier rein und gucken nach, was der Kram nochmal kostet. Für Umbauten und dergleichen. Beziehungsweise hier gibt es, glaube ich, auch Möbel. Vielleicht gibt es hier einen Schrank. Wollen wir gleich sehen. Hier, sehr gut. Gucken wir erstmal nach Gebäuden. So, genau hier. Für 100 Bauholz, 100 Bausteine. Das haben wir nicht mehr. 300 von jedem. 50.000 dafür, 100 davon, 50 davon. Das ist fast finanzierbar, würde ich sagen. Hühnerstall 50-50 ist auch finanzierbar. Okay, gehen wir hier mal kurz weg. Was sind das hier? Renovieren. 15.000 und wir könnten das luxuriös haben. Das ist ja mal. Ey, das müsst ihr euch mal reinziehen. Der baut einem das Haus, macht's extra hässlich, damit er einem im Nachhinein noch für 15.000 eine Inneneinrichtung verkaufen kann. Alter, wenn ich das lese, da kriege ich doch hier Angst vor dem Typen. Die Leute hier in Harmonika, die wollen einen nur ausnehmen. Ich reg mich ja immer auf über die Kerlis hier in kann man Kleidung und Kleinkram reinmachen. Platz für 5 Gegenstände. Was haben wir hier noch? Bücher, Briefe, einfaches Braun. Ba, ba, ba. Dann kaufen wir. Kaufen wir auch. Sehr gut. Gucken wir mal hier oben. Ein Hocker, ein Stuhl. Kleines Sofa. So ein Sofa könnte man eigentlich gebrauchen, ne? Großes Sofa. Uiuiuiui. Jetzt geht's aber los hier. Ja. Kaufen wir auch. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir auch unser Haus ein bisschen schicker machen. So. Können wir uns eine Fernsehecke einrichten? Ich meine, wir haben ja nicht umsonst das Haus ein bisschen vergrößert. Und wenn Selina dann mal bei uns einzieht, dann soll sie auch denken, also die Leute vom Dorf, die haben echt Geschmack. 6.400, jetzt ist halt die Frage, wie viel können wir da noch von investieren? Also natürlich können wir alles investieren. Das ist nicht das Ding. Aber trotzdem, gucken wir jetzt, was es hier so gibt. Wie wir hier so investieren können. Streichhölzer, brauchen wir das? Weiß ich nicht, glaube eher nicht. Möbel, was gibt es hier für Maschinen? Keine. Eine Programmzeitschrift brauchen wir nicht unbedingt. Hier. Topf. Kaufen wir mal einen Topf. Pfanne. Kaufen wir auch mal. Ofen normal haben wir schon. Mixer normal. Hört sich auch gut an. Reifungstopf. Ach du Schande. Eismaschine. Wird ja immer kränker hier.
Oh, das passt doch hier. Einen weißen Kühlschrank noch und wir sind genau auf Null. So, dann geht's jetzt los, ne? So haben wir wenigstens auch ein bisschen mehr Platz, um unsere Sachen hier irgendwie zu verstauen. Auf geht's, zurück und Innenrichter spielen oder Inneneinrichtungsarchitekt, keine Ahnung was, oh mein Gott, heißt das Inneneinrichter? Egal. Boah, ey, draußen ist es so windig und mit dem ganzen Herbst und so und die Blätter fallen ab und du siehst so ganze Luft voller Blätter, die nur hin und her fliegen. Ich muss unbedingt meine Mütze mal waschen und Schal, weil ich habe nämlich langsam das Gefühl, Leute, zum Next Generation Start der neuen Konsolen wird es kühl, wird es kalt und dementsprechend wunderbares Wetter, um Computer zu spielen oder YouTube zu gucken oder alles zusammen. Also kann ich nur sagen, echt nice, freue ich mich drauf auf die kalte Jahreszeit. So. Gucken, ob schon was angeliefert worden ist. Oder wie wir das jetzt am besten machen. Ich denke, hier so die Fernsehecke wäre eigentlich nicht schlecht. Nee. Hier. Können wir da was machen? Wie kommen wir da jetzt rein? Wie kommen wir nochmal in den... Nein. Nein! Wie kommen wir in den Möbeldingens rein? So? Weil da gab es irgendwie ein extra Menü oder sowas. Nee. Oder halt, Moment. Es kann sein, dass es am Tagebuch war. Ganz kurz nur. Da, hier. Möbel umräumen. Da haben wir es doch. Machen wir erstmal hier den TV. Aufstellen. Und zwar stellen wir den mal, können wir den bewegen, so rum, stellen wir den mal hier hin. Ja, dann gucken wir, dass wir das Sitzmöbel nehmen, aufstellen. Aber wenn das groß ist, dann weiß ich aber auch nicht hier. Oder machen wir es so? Ja, machen wir es dann doch lieber so. Nee, obwohl, das können wir nicht machen. Weil das Problem ist nämlich, wir müssen das so hinstellen. Ja. Und den Fernseher müssen wir dann von oben nach unten stellen, weil das Problem ist nämlich, wir sehen sonst das Programm gar nicht. So, das haben wir. Topf normal. Stellen wir auch gerade mal mit hier hin. Jupp. Und dann hier Mixer finde ich gut. So, dann können wir hier. Kleiner Schrank. Schick. Yep. Kleines Regal schick. Also unter Regal stelle ich mir grundsätzlich mal was anderes vor, aber. Sei es drum. Ja, das ist in Ordnung, denke ich. Pi mal Daumen. Jetzt der Kühlschrank. Der alles entscheidende Kühlschrank. Der mini klein ist. Ich habe jetzt aber gerade ein Problem mit Fernseher und Couch. Nehmen wir die Couch nochmal. Was würden wir so hinstellen? Dann sehen wir aber wieder nichts. Und einfach so. Lassen wir es so. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Ach was. Können wir nur kleinen Kram reinpacken oder was? Und hier? Hier können wir mehr reinpacken. Das ist schon mal gut. Das können wir reinpacken. Aber auch nur Essen. Gucken, vielleicht können wir da... Aber das machen wir in der nächsten Folge.
Machen wir hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.